Hallo aus Norwegen. Ich bin heute im Dovrefjell Nationalpark unterwegs und auf der Suche nach Moschusochsen. Jetzt geht es zuerst einmal hoch auf die Hochebene. Geht durch so ein kleines Birkenwäldchen durch. Der Anstieg, bis wir oben rauskommen, eine ganze Stunde im Normalfall. Ja, und oben hat man dann hoffentlich ein bisschen eine bessere Sicht. Kann vielleicht schon mit meinem Fernglas die Moschusochsen irgendwo spotten. Mit einem annähern. So, ich bin jetzt gerade aus dem Birkenwäldchen rausgekommen und über die Hochebene, über die Kante drüber. Bin jetzt da auf der Hochebene herum. Von hier aus hat man immer einen recht guten Überblick. Da kann man mit Glück halt schon die ersten Moschusochsen irgendwo in der Ferne sehen. Dann entscheiden, wo man hingeht. Total schöne Gegend. Und ja, wie ich über die Kante drüber gekommen bin, stehen da also die ersten Moschusochsen vor mir. So eine Gruppe von 4. Ich werde mal schauen, wie ich die zeigen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr sie erkennen könnt. Aber da vorne stehen 3 Erwachsene und ein kleines Kalb. Ja, gute Start. Es ist fast zu leicht dieses Mal. Normal müssen wir mal viel weiter gehen. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen annähern, ein bisschen schauen. Mal schauen, ob die Tiere entspannt sind. Natürlich nicht zu nah. Immer mich recht vorsichtig verhalten, gerade wenn ein Kalb dabei ist. Ja, und danach mal schauen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich bei denen bleibe. Es hat den Grund, dass ich einfach ein bisschen höher hinaus möchte und vielleicht mehr die Landschaft einbinden kann, die Tiere ein bisschen mehr im Lebensraum zeigen können. Und da ist einfach da das Rundherum noch nicht ganz so, wie man es vorstellt. Aber ist doch schon mal ein richtig cooler Start in die Tour. Ich sitze jetzt da neben den Moschusochsen. Die sind da vorne in schöner Fotodistanz. Sie sind immer nur am Fressen, aber mittlerweile hat es zu schneien begonnen. Und der Schnee gibt dem Ganzen nur richtig coole Atmosphäre. Ja, ich bin mit dem AFS 500 F4 unterwegs, habe gerade einen 1-4-fach-Konverter dran und komme damit auf 700 mm am Vollformat. Kamera ist die Z9. Ja, gerade die 700 mm finde ich im Moment recht passend, weil ich einfach den Tieren viel Abstand geben kann, muss ihnen nicht zu nahe rücken und ja, dadurch sind sie total entspannt, nehmen mich im Prinzip gar nicht wahr oder reagieren auf mich einfach gar nicht, sehen tun sie mich natürlich. Aber das ist mir schon, das finde ich schon sehr fein so und sollte eine gute Herangehensweise sein. Ansonsten bin mit dem aber 100, 400er auch noch dabei. Das verwende ich gerade dann, wenn ich die Landschaft ein bisschen mit einbaue. Jetzt ist nicht mehr viel zum Sehen. Es schneit, es hat zugezogen, aber wenn man ein bisschen mehr sieht von dieser genialen Bergwelt und dort die Moschusochsen irgendwo einbauen kann, dann sind das schon genauso so Fotos, die ich sehr, sehr gerne mache. Jetzt geht's zurück. Mittlerweile ist es relativ dunkel geworden.
Die Moschusochsen haben sie auch zum Schlafen gelegt, von dem her genau richtig. Ja, war ein cooler erster Tag. Ich glaube, ich bin gespannt, aber ich glaube, es waren ein paar schöne Szenen dabei. Ich gehe jetzt zurück zum Auto und dann in die Hütte. Gibt es einen warmen Tee, das Zeug trocknen, Bilder sichten. Ja, und morgen geht's wieder hoch. Ich freue mich. Tag 2 bei den Moschusochsen. Ich bin heute gleich in Gegend, aber ein bisschen weiter als gestern. Hier ein bisschen höher rauf, auf der Hochebene, auf dem Berg, auf den ich eigentlich gestern hoch wollte. Die Moschusochsen von gestern waren noch genau am gleichen Platz. Ich habe mich entschlossen, dass ich weitergehe. Einfach um ein bisschen anderes Gelände, um ein bisschen andere Gegend zu haben. Dann ein bisschen andere Sprache in den Fotos. Schauen wir. Ich freue mich auf jeden Fall. Super Bedingungen. Bin jetzt hier oben am Gipfel angekommen. Der Gipfel ist recht lang gezogen, eher fast zur Hochebene. Hab die Moschusochsen bis jetzt noch nicht gefunden. Werde jetzt meine Pulke hier lassen. Hab mich umgezogen, trockene Kleidung, die andere war doch ein bisschen durchgeschwitzt. Und ja, jetzt gibt es einmal eine Stärkung. Aus Mittagessen habe ich heute Beef Stroganoff mitgebracht. Das lasse ich mir jetzt schmecken und dann geht es mit neuen Kräften auf die Suche der Moschusochsen. Ich bin jetzt da am Gipfel unterwegs, ziemlich weit nach hinten gegangen und ja, habe sie gefunden. Sie sind ein paar hundert Meter vor mir. Ich gehe jetzt ein bisschen näher zu ihnen und werde mal schauen, wie ich mich annähern kann. Es ist da recht neblig, aber es hat eine hohe Luftfeuchtigkeit. Von dem her hoffe ich jetzt, dass sie vereistes Fell haben. Ja, könnten ein paar coole Fotos entstehen. Bin gespannt. Ich bin jetzt auf dem Rückweg. Der Nebel ist jetzt einfach zu stark geworden und man hat von den Moschusochsen fast nichts mehr gesehen. Es sind trotzdem vorher nur ein paar schöne, stimmungsvolle Aufnahmen entstanden. Und ja, jetzt machen wir auf dem Rückweg. Ich habe die Hoffnung, dass unten die Gruppe von gestern, die drei Bullen und das eine Junge, noch da sind. Vielleicht ist dort weniger Nebel. Und vielleicht entsteht ja dort noch ein bisschen was. Die Moschusochsen sind übrigens so im Dofenfjell in den 1940er Jahren wieder angesiedelt worden, aus Grönland. Und ja, seitdem hat sich die Population da recht gut etabliert. Es sind im Moment so an die 300 Tiere da. Ich habe geschaut, dass dieser Bestand dann nicht zu stark wächst. Das ist der einzige Ort auf dem europäischen Festland, wo es Moschusochsen gibt. Ansonsten nur irgendwie in der Hocharktis, auf den Inseln, Grönland, Nordamerika natürlich. Ansonsten haben sie hier im Dofferfjell keine natürlichen Feinde.
Allerdings geht so eine Lungenkrankheit um, die besonders die jungen Kälber trifft. Das ist eine Eigenheit in der Region in Norwegen oder wie immer, dass im Nationalpark auch Schafe gehalten werden. Und für diese Schafe werden Salzsteine, Lecksteine ausgelegt. Und natürlich nutzen das die Moschusochsen auch. Und da kommt es leider öfters zur Übertragung von solchen Krankheiten. Aber ja, ist scheinbar in Norwegen wie in vielen anderen Regionen nicht möglich, dass man zumindest in einem Nationalpark keine Nutztiere haltet. Ich bin jetzt am Weg runter. Die Moschusochsen waren nicht mehr da. Bin gar nicht böse drüber, habe sie auch nicht weiter gesucht. Das Licht war eh nicht mehr wirklich toll. Der Nebel ist nicht wirklich besser geworden. Und jetzt ist es auch schon recht dunkel. Außerdem war es ein anstrengender Tag. Dadurch, dass die Moschusochsen recht weit hinten auf diesem Gipfel oben waren, habe ich heute sicher irgendwie so 16, 17, 18 Kilometer gemacht. Und ein paar Höhenmeter waren auch dabei. Im Anschluss an meine Solotour habe ich dort im Dovrefjell eine Fotoreise mit einer kleinen Gruppe Fotografen geleitet. Wir haben uns von Huskies mit Hundeschlitten hoch in die Berge fahren lassen und haben dort unsere Zelte als Basislager für 4 Tage aufgeschlagen. Dabei konnten wir bei den guten Lichtstimmungen am frühen Morgen und spät am Abend bei den Tieren sein und sie fotografieren. Die Fotos, die dabei entstanden sind, möchte ich euch jetzt noch zeigen.